Zweiter! Erster bin ja wohl immer noch ich. Du bist ja wohl eindeutig als letzter von uns dreien auf dem Schrottplatz angekommen, Just. Ich hatte schon Angst, der Wind hätte dich weggeblasen. Mich bläst so schnell kein Wind weg. Und letzter war ich vielleicht bei dem Wettrennen, das ihr beide eben veranstaltet habt, Peter. Sag ich doch. Aber beim Marshmallow-Wettessen in der Kaffeekanne war garantiert ich Erster. Und wer von den drei Fragezeichen ist der Anführer? Justus Jonas. Danke, Freunde. Und damit bin ich nach Adam Riese gleich zweimal Erster. Kannst du dich nicht einmal normal ausdrücken? Onkel Titus müsste gleich kommen. Ich habe ihm versprochen, beim Abladen zu helfen. Er war mal wieder auf einer Versteigerung. Oh Mist, stimmt. Ich schwitze jetzt schon. Bestimmt hat er auf der Auktion wie so oft einen Großeinkauf gestartet. Ich bin wirklich neugierig, was er alles bekommen hat. Hey, seht ihr das? Die drei Fragezeichen staunten nicht schlecht. Denn anstelle von Onkel Titus sahen sie plötzlich eine merkwürdige Gestalt auf sich zukommen. Sie tanzte unter einem weißen Bettlaken mit wilden Schreien über den Rasen und sah aus wie ein Geist. Was ist denn mit euch los? So schlimm wird es schon nicht werden. Aber, Just, sieh nur! Ihr macht ja Gesichter, als hättet ihr ein Gespenst gesehen. Ja! Was? Was ist das denn? Für die Geisterstunde bist du zu früh dran. Justus Jonas, komm sofort her und hilf mir. Du hast recht, Just. Das ist kein Geist. Der Stimme nach ist das deine Tante Mathilda. Tante Mathilda? Was machst du denn da? Warum spielst du Gespenst? Gespenst? Was für ein Gespenst? Ich wollte nur die Wäsche aufhängen. Aber der Wind hat mir das Laken über den Kopf geweht. Und als ich versucht habe, mich zu befreien, habe ich mich erst recht verheddert. Und daran ist nur dein Onkel schuld, Justus. Er hat nämlich den Beutel mit den Wäscheklammern so hoch im Kirschbaum aufgehängt, dass ich nicht rankomme. Aber würde mich mal endlich einer von dem Monstertuch befreien? Und holt mir den Klammerbeutel aus dem Kirschbaum. Ich werde noch verrückt hier. Klar, Mrs. Jonas. Der kann klettern wie ein Affe. Ruckzuck bin ich oben. Los, Bob! Ich hab ihn. So, hier ist der Klammerbeutel. Bitte. Ach, gut, dass ihr gekommen seid. Und ich befreie dich von dem Bettlaken. Ach, danke, Justus. Da kommt dein Onkel Titus. Auf den wartet ihr sicher schon. Ich gehe jetzt einen Kirschkuchen backen, den könnt ihr nach getaner Arbeit essen. Kirschkuchen hört sich gut an, Mrs. Jonas. Ja, ihr Kirschkuchen ist wirklich der Beste. Ja. Lecker. Hallo, Jungs. Hallo, Onkel Titus. Da bin ich. Gut, dass ihr schon da seid. Die Versteigerung war ein großer Erfolg. Ich habe jede Menge Arbeit mitgebracht. Was hast du denn ersteigert? Na, Wertstoffe natürlich. Die Menschen werfen die Dinge heutzutage viel zu schnell auf den Müll. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Gegenstände, deren Tage noch lange nicht gezählt sind. Vieles kann man wieder herrichten. Und manches wird durch das Alter sogar noch sehr viel schöner und kostbarer. Ihr könnt mit dem Abladen anfangen. Onkel Titus hatte auf der Auktion, neben einer Menge ungewöhnlicher Kleinigkeiten, mehrere alte Möbel. Stell dich da drauf. Warten Sie. So? Ja, gut, so. Wo habe ich denn nur den Zettel? Ah, hier. So, jetzt sag diese Zahlen in der richtigen Reihenfolge. Hier, lies sie ab. 4, 5, 7. Hä? Was soll das denn werden? Sprechen die wirklich mit der Uhr? Ja, sieht so aus. Komm, lass uns näher rangehen. Wir verstecken uns hinter den alten Ölfässern da drüben. Elizabeth, Kindchen, du musst deutlicher sprechen. Los, nochmal. Ja, Mrs. Wimmers. 4, 5, 7. Das gibt's doch nicht. Schon wieder nichts. Du musst irgendwas falsch machen. Kannst du dir nicht etwas mehr Mühe geben? Aber das tue ich doch. Ich mache alles genau so, wie sie es wollen. Das tust du nicht. Denn wenn du es tun würdest, hätten wir längst Erfolg gehabt. Gut, probieren wir es mal anders. Sag diese Zahlen nicht einzeln, sondern als Summe.
Sie meinen 457? Na, was denn sonst? Und geh noch näher ran. 457. Nichts. Da passiert nichts. Ja, was soll denn da auch passieren, wenn man mit einer Uhr redet? Keine Ahnung. Also, ich finde es äußerst bemerkenswert und höchst merkwürdig. Dichter ran, hab ich gesagt. Elizabeth, du weißt, dass du deinem Vormund, also mir, gehorchen musst. Jetzt stell dich nicht so dumm an. Wenn das deine Eltern sehen würden, würden sie sich im Grab umdrehen. Aber Mrs. Wilmers, ich weiß nicht, wie ich es noch anders machen soll. Habt ihr das gehört? Die Eltern des Mädchens scheinen gestorben zu sein. Und dieser dürre, graue Drache hier ist ihr Vormund. Das ist ja grauenhaft. Komm schon, Elizabeth. Sag die Zahlen noch einmal. 457. Verflixt noch mal, geh weg da. Lass mich das mal machen. Guck mal, jetzt dreht die auch noch wie eine Irre an den Zeigern rum. Sehr merkwürdig. 4, 5, 7. Es muss doch gehen. 4, 5, 7. Aber Mrs. Wilmers, Sie machen ja die Uhr kaputt. Das Mädchen hat recht. Die Alte flippt ja völlig aus. Ja, jetzt reicht's. Hallo, gnädige Frau. Auch wenn es sich hier um Gebrauchtwaren handelt, sollten Sie diese doch pfleglich behandeln. All diese Dinge haben schon zahlreiche Menschenhände überlebt. Und es wäre schön, wenn Sie sie nicht zerstören würden. Was? Wo kommst du denn plötzlich schon wieder her, du ungewaschene Rotznase? Ich denke, meine Nase ist genauso sauber wie Ihre. Was erlaubst du dir? Wer hat dir überhaupt gestattet, hier zu spielen? Das ist doch bestimmt verboten. Na, zum Glück. Da kommt Onkel Titus. Mein Neffe Justus spielt hier nicht, sondern er wohnt hier und hilft mir bei der Arbeit. Im Übrigen sind Sie es, die hier für Unruhe sorgt und verbotene Dinge tut. Aber Moment mal. Sie waren es doch, die mich heute Vormittag auf der Auktion beschuldigt hat, Ihnen die Standuhr vor der Nase weggekauft zu haben. Sie haben mich reingelegt bei der Versteigerung. Sie haben so getan, als würden Sie den Raum verlassen, nachdem Sie zweimal geboten hatten. Und dann haben Sie sich hinter meinem Rücken an die Tür gestellt und von dort doch noch einmal mitgesteigert, ohne dass ich Sie sehen konnte. Ein alter Trick bei Versteigerungen. Zeige deinen Mitbietern nie. Das ganze Wasser ist weg. Da ist ein riesiges Loch im Boden. Scheint ziemlich tief runterzugehen. In meinem Rucksack habe ich glücklicherweise ein paar Sachen zusammengepackt, die wir jetzt brauchen können. Taschenlampen gehören zur Standardausrüstung und sind auf jeden Fall dabei. Hier, bitte. Also los. Ich hab's geahnt. Jetzt müssen wir auch noch in ein dunkles Loch steigen. Hätte dein Onkel bloß niemals diese blöde Uhr gekauft. Hier sind Eisenstufen, die in die Tiefe führen. Just! Weg ist er. Der steigt da tatsächlich rein. Nun kommt schon! Okay, ich komm ja schon. Wieso habe ich mich nur darauf eingelassen? Reicht es nicht eigentlich, wenn es 2 Fragezeichen gibt? Nein, 2 Fragezeichen sind keine 3 Fragezeichen. Okay, ich komm auch. Aua! Ah, Peter, du bist mir auf die Finger getreten. Entschuldigung, ich sehe eben nichts. Dann mach deine Taschenlampe an. Ja, ja. Autsch! Ah, jetzt bist du mir auf die andere Hand gelatscht. Entschuldigung, ich habe in die falsche Richtung geleuchtet. Hört jetzt auf damit. Bist du schon unten, Just? Ja. Und? Es ist ziemlich nass hier. Aha. Und es stinkt. Da scheint ein langer Gang zu sein. Wo sind wir hier nur gelandet? Okay, da geht's lang.